mal da. Das ja, fährt mir auch nicht um. Das fände ich schon nicht schlecht. Aber Therapeutin für Pferde. Ich muss noch mal mit meiner Schwester sprechen. Ja? Voll aggressiv, die Stute. Mhm. Wollt ihr daran testen? Also ich, nee, nachdem sie da schon die Hinterhand gucken. Nee, nein, stand da nur neben. Jessie stand sowieso stur, da kam der Bernhard um die Ecke. Oh, Bernhardiner war das. Bernhardiner. Und was für ein Kalb, ey. So hoch wie die Tür fast, ey. Und, oh, komm, hör auf, der ging mir gerade mal bis zur Hüfte. So hoch wie die Tür fast. Ach, oh, nee. Deine Hüfte und so ein Kopf dran. Braver Hund, und jetzt geh weg. Nach der Aspakaria, ne? Haben wir gesehen, das Fahrrad. Ja. Ich muss dir nur mitteilen. Oh, ja. War das so, dass da waren ja zwei Pferde am Hof. Und die hatten also der Platz war auch unter Wasser. Der war fast, der war sehr gut. Und da konnten wir nur in dem Vorbereich der Boxen. Also du bist nicht die Einzige, die ein Psycho-Pferd hat. Du kennst Psycho-Pferd. Wenn ich nur alleine stehen darf. Das waren ja nur zwei so ganz alte Pferde. Wo ja wirklich da auch der eine war auch 20, aber dafür. Ja, da war auch schon ein Pferd. Ja, der ist das heißt, von dir, das war schon, das hast du nicht. Okay. Das ist schwer, wenn du das in der Hand hast. Also dieses Metall, dieses, was da auf der Nase sitzt. Ja, das mache ich schon von der Nase so. Aber wir haben was Neues aus der Westfalen-Reiterei gelernt. So ein komischer Bezeug, ich habe den Namen vergessen. Bodycheck oder so. Irgendwie Bodycheck. Was das geht vom Bauch so ein Metallplatte hängt. Und das geht ins Gebild, also sie haben was am Kopf, das geht dann auf den Bauchdruck und dann kommt der Druck immer, damit sie die Bauchmuskeln hochziehen. Damit man automatisch, wenn man dagegen kommt, ziehen sie die Bauchmuskeln an und dadurch geht der Bauch hoch. Ja. Und, ach so, und wenn das Pferd aber durchdreht, dann fällt die Platte einfach runter. Ja. Ah ja, ganz toll. Du wirst das. Hä? Dann machen zwei Fingernägel im Bauch. Das sagst du auch. Du kannst das mit den, ja, mit den Händen das machen. Ja. Machst du 10 Sekunden und dann machst du es immer wieder. Und wir gehen rein? Ja. Ja. Wir haben noch sonst nicht genug Platz. Danke. Ja, jetzt ist gut. Ja, ja, verloren. Oh, ihr seid doch bekloppt. Hallo. Hey, endlich sehen wir wieder vernünftig aus. Ja. So Mami leiden. Ich auch, wie auch morgen. Ich stehe morgens auf und rein. Die Leute sind auf. Alles Gute. Alles Gute. Herzlich willkommen. Danke. Ich habe gestern erst noch dran gezweifelt, dass er was will. Er wollte nicht fest werden. Er ist ein bisschen matschig. Aber er ist ein bisschen matschig. Gut, dass wir Löffel genommen haben. Siehst du? Aber ich denke auch, das liegt an den gefrorenen Himbeeren. Mit frischen Himbeeren wäre es natürlich immer schöner. Aber. Oh Mann. Falsche Jahreszeit. Egal. Lecker. Oh, Mäcki. Ja. Lecker. Mein kleiner Hund. Ich hab auch schon gesehen in meiner Ausbildung. Cool. Ein Burger. Ja. Hallo? Hm. Ja. Nina, ja, du müsst mir schon die Dinger geben, sonst wird das hier nichts. Seid Papa heute? Bloß nicht. Das war ja richtig übel. Echt? Ja, weil ich unterwegs war. Aber das wusste er doch, da haben wir ihn doch vorher angesprochen. Da sagt er doch, mach das doch mit. Freiwillig. Also das macht tap 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 die Sidi. Und die Kerzen auspusten. Oh, die Kerzen auspusten. Warte, warte. Nee, das ist ihr. Ach so. Hey, Michael, hast du Schaf? Ey, das ist eine Gemeine. Nee. Oder doch. Das ist das Tablett, bitte. Ja.